Hallo liebe Freunde, ich darf euch ganz herzlich wieder begrüßen. Ingo Vogel, Gesundheitskabarett mit der österreichischen Gesundheitskasse bieten wir euch diese Videos. Wir haben uns für heute das Thema Sex vorgenommen. Aus dem kleinen Wochenendpaket Rauchen, Saufen, Sex und Drogen. Für heute das Thema Sex. Wir haben es im Gesundheitskabarett bei euch in der Schule oder wenn ihr mir irgendwo live auf der Bühne schon mal gesehen habt, mit dabei. Jetzt ist natürlich gemein, die Ersten werden da sitzen und sagen, ja, der ist super, Sex, wir hucken Alats Haus, wie soll ich überhaupt? Ja? Sex alleine geht schon auch. Ich hab's probiert. Macht auch Spaß, ich kann's versprechen. Ja. Es gibt nur irgendwie keinen netten Namen für Sex alleine. Ja? Da gibt es, ich weiß auch nicht, bei den Burschen, gehen wir wichsen oder was? Ja? Ist ja nicht wahnsinnig sympathisch vom Begriff her. Oder was so Begriffe wie Selbstbefriedigung oder Masturbation oder so, es ist ja alles nichts Nettes. Sex alleine, ich mit mir. Ich habe einen netten Namen, den könnte man vielleicht verwenden in Zukunft. Liebe an und für sich. Ist doch gar nicht so blöd, oder? Liebe Freunde, wenn es um das Thema Sex geht, macht euch keinen Stress. Ganz, 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 ganz wichtig. Ja? Ich weiß, viele von euch sind jetzt nicht mit der Freundin, mit dem Freund zusammen, weil sie jeweils in ihrer Familie zu Hause sind. Ja? Macht euch keinen Stress. Es wird wieder die Zeit kommen, wo wir wieder uns treffen können, wo wir zusammenkommen. Und mein Gott, na, ich weiß, es ist beim Sex oft einmal in dem Alter 14, 15, 16, 17 so diese Frage von, wann ist das erste Mal, wann ist das nächste Mal? Es ist kein Leistungssport. Männer glauben das manchmal, dass Sex ein Leistungssport ist. Die glauben irgendwie, dass man bei Sex irgendwie unter 8,5 Sekunden bleiben muss. Ich vermute, es kommt vom Formel 1 schon. Die Burschen sehen den Vettel und sagen, der Hund, der kann in 8,5 Sekunden viermal Reifen wechseln, kann ich locker in derselben Zeit viermal Gummi wechseln. Jungs, 8,5 Sekunden viermal Gummi wechseln. Ist eine Top-Zeit. Nur die Freundin kommt irgendwann daher und sagt, das machst du super, kannst du alleine auch. Übrigens jetzt in der Variante, wo es eh Alats Haus hat, bei Liebe an und für sich braucht es nicht verhüten. Obwohl auf der anderen Seite, es war gleich ein bisschen eine Übung, man kommt irgendwie gut ins Training und man hat den Gatsch gleich im Plastiksackerl. Es ist quasi zusammengerammt, wenn ich fertig bin. Auch nicht so deppert. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Tipp, wenn wir schon beim Thema Sex sind. Stresst sich nicht, wie alt bin ich beim ersten Mal. Ja? Bei uns, ich weiß nicht, wie das bei euch heute ist, aber bei uns war das so dieses Drama. Ja? Wenn man mit 14 das erste Mal noch nicht hinter sich gehabt, das war noch nicht so die Tragödie. Wenn man mit 15 das erste Mal nicht hinter sich gehabt hat, waren die ersten nervös. Und wenn mit 16 das erste Mal nicht vorbei war, hast du keine Freund mehr gehabt. Freund von mir war panisch. Eine Woche bis zum 15. Geburtstag, der hat Panikattacken gehabt. Herr Vogel, Alter, scheiße, ich werde 16 nächste Woche. Sag ich, ist cool. Nein, ist scheiße. Sag ich, wieso? Alter, mein erstes Mal war noch nicht. Sag ich, ist doch wurscht. Nein, Alter, Vogel, heute passiert. Sag ich, ja, lass mich in Ruhe. Sag ich, wie wird das gehen, dass das heute passiert? Sagt er, heute ist ein Festl. Heute passiert's. Ich meine, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die ist uns eh schon mal genommen momentan. Ja, aber mein Gott, ist ja wurscht, ist es später. Nächsten Tag triff ich ihn, sage ich, und wie war es dein Festl? Wie war es das erste Mal? Was? Sag ich, Alter, du hast gesagt, du hast gestern das erste Mal Sex gehabt und ist es jetzt passiert? Ja. Sag ich, wie war's? Ich hab so einen Rausch gehabt. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Aber er war wenigstens 15 beim ersten Mal. Gut, sie haben schon ein bisschen Erinnerung gehabt an das Ganze. Es ist schiefgegangen. Also was heißt schiefgegangen? Es hat funktioniert. Sie ist schwanger geworden mit 15. Sie hat das Kind gekriegt. Liebe Freunde, ein Schwangerschaftsabbruch ist jetzt auch nicht in dem Sinne eine Verhütungsmethode. Das ist immer eine schwierige Entscheidung. Und ich wünsche jeder Frau, die so eine Entscheidung treffen muss, alle Unterstützung und Beratung. Ganz wurscht, wie sie sich entscheidet, ob sie das Kind kriegt oder ob sie sagt, nein, ich kann das jetzt nicht. Ja? Und Jungs, das ist schon auch unsere Verantwortung, ob wir eine Frau überhaupt in die Situation bringen, so eine Entscheidung treffen zu müssen. Aber er war 15 beim ersten Mal. Ganz ehrlich, kleines Geheimnis. Wir sind unter uns.
Ich war beim ersten Mal 19 und lebe immer noch. Was soll der Stress? Mit 16 habe ich mir echt gedacht, ich bin der letzte Trottel. Mit 17 haben die Freunde wieder weniger Stress gehabt. Dann ist irgendwie, hat es dann geheißen, ja, vielleicht bist du schwul. Ja, und? Und wenn? Auch völlig egal. Ja? Nicht stressen lassen. Vollkommen wurscht. Ja? Wenn es ist, dann ist es. Vielleicht noch ein wichtiger Tipp für euch, gerade jetzt in der Situation, wo viele von euch getrennt voneinander daheim in ihrer Familie nicht aussehen können, nicht sie treffen können und damit natürlich auch nicht zum Sex miteinander kommen. Ich weiß, wir reden auch gerade übers Internet, online miteinander. Ich weiß, Kamera hat jedes Handy und das wäre doch eine Word-Möglichkeit, da filmen wir ein bisschen sich selber und teilen das und dann wird das schon irgendwie super, dann habe ich wenigstens die Freundin da. Vergesst eins nicht, nur weil Corona ist, das Internet vergisst die Bilder trotzdem nicht. Überlegt sich genau, was einstürzt. Überlegt sich genau, was mache ich tatsächlich an Foto. Ich erkläre das ganz gern so, bevor ihr irgendein Bild oder einen Film von euch einstürzt, überlegt sich, ob ihr damit einverstanden seid, dass es morgen am Haus gegenüber 6x8 Meter groß plakatiert wird. Wenn das okay ist, dann könnt ihr es problemlos einstellen. Das Netz vergisst leider nicht. Okay, eines habe ich noch vergessen zu sagen, das war jetzt nicht alles vom Thema Sex. Wir haben heute ein zweites Video für euch produziert. Es wird einfach ab jetzt einmal, wir probieren das, meldet uns rück, ob das so passt, in den Kommentaren oder auf unserer E-Mail, die eingeblendet ist. Meldet uns einfach rück, ob das so passt. Wir wollen euch zwei Videos senden, weil ich weiß, Pause machen in der Schule und ihr habt ja daheim alle einen Stundenplan, wo ihr genau durcharbeitet, wann was ist und das ist genau getaktet und dann ist 15 Minuten Pause und dann kann man gerade 30 Minuten Video schauen. Wir haben es euch aufgeteilt in große Pausenhäppchen und es gibt heute noch ein zweites Video und da wird es auch mit dem Thema Sex nochmal weitergehen. Aber bevor wir zu den Fragen, den Fake News, unseren Ideen kommen und bevor ich verrate, was wir nächstes Mal machen, gibt es ein besonderes Special. Ich habe heute Geburtstag. Runden Geburtstag. Und ich habe ganz, ganz, ganz viel Leute eingeladen, vor zwei Monaten, ganz viel Leute eingeladen für ein super lässiges Festl. Und die habe ich alle wieder ausgeladen und es kommt niemand. Und das ist eigentlich das Schönste, was man mir aktuell schenken kann, weil wir, alle, die ich eingeladen habe zu meinem Festl, machen gemeinsam eine große Lebensretterparty. Und diese Lebensretterparty funktioniert so, dass jeder daheim bleibt und wir uns nicht in einer großen Gruppe treffen. Und was kann man mir als Rettungssanitäter Schöneres schenken, als mit mir gemeinsam Leben zu retten, indem wir uns nicht treffen. Ich feiere mit euch online. Vielen Dank, ich höre schon die ersten Singen, schon Happy Birthday, ich spüre es richtig. Es ist super. Happy Birthday to you, Marmelade am Schuh. Danke, danke, danke. Ja, ich habe schon gemerkt, sie singen schon. Okay, damit sind wir aber schon, glaube ich, bei dir, Nicola. Nicola hat wieder Fragen gesammelt. Übrigens, danke vielmals. Es sind schon Fragen bei uns eingetroffen. Wir werden versuchen, wirklich alle zu beantworten. Wir werden uns die Fake News anschauen. Nicola, wie schaut es aus mit Fragen? Was haben wir gekriegt? Zum Thema Coronavirus, da sind ja eher ältere Leute davon betroffen. Und die Frage ist jetzt, ob jede Person, die über 70 Jahre alt ist, stirbt, wenn sie einmal erkrankt ist. Das ist eine wichtige Frage, weil wir alle miteinander uns natürlich um unsere Eltern, Großeltern, vielleicht Urgroßeltern Sorgen machen und das verstehe ich gut. Nein, das ist nicht so, dass jeder, der über 70 ist und an Corona erkrankt, verstirbt daran. Ich kann sogar aus meinem engen Freundeskreis ein guter Freund, Bekannter von mir, ist positiv getestet worden, ist auch erkrankt dran, der ist über 70 und ist bereits wieder gesund und es geht ihm wieder gut. Aber
diese Gruppe ist die, wo es halt gefährlicher ist und wo es leider ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass sie einen schweren Verlauf der Krankheit haben oder vielleicht auch tatsächlich sterben. Drum müssen wir die schützen. Nächste Frage. Wenn ich jetzt laufen gehe, damit ich mich ein bisschen bewege draußen, kann ich mich da jetzt dann anstecken mit dem Coronavirus? Naja, ich sage mal so, ich habe jetzt wirklich schon von einigen gehört, ja, ich gehe laufen, super, die anderen weichen nicht aus, es ist so eng. Vielleicht achtet ihr ein bisschen drauf, dass ihr auf Wegen lauft, wo ich wirklich den Meter Abstand halten kann. Um den geht's. Ja? Wenn ich beim Laufen zu fünft im Pulk eng kuscheln, schwitzert, ja, und spuckert, renn und rotzend, dann kann ich mich anstecken. Dann sind die fünf einfach ungeschickt. Wenn ich heute auf einem engen Waldweg renne, wo ich mich dann aneinander vorbeidrucken muss, dann ist es nicht ideal. Schaut ein bisschen drauf, weite Wege zu laufen und weicht's aus und rennt's nicht in der Gruppe, rennt's allein. Haben wir noch Fragen oder sind wir schon bei den Fake News? Wir sind bei den Fake News und da wäre die erste Falschnachricht, dass ich nicht mehr als eine Packung Klopapier zu Hause haben darf. Ja, das ist tatsächlich eine Falschnachricht. Man darf tatsächlich mehr als eine Packung Klopapier zu Hause haben. In Österreich und Deutschland spielt das eine ganz wesentliche Rolle offensichtlich. Da ist die Klopapierpanik enorm. Ganz spannend, in Deutschland habe ich heute gelesen, ist auch eine Dame hätte in einem Markt überhaupt, glaube ich, 30 Packungen Klopapierrollen kaufen wollen. Eine hat im Endeffekt, ist hergegangen, hat aus einem Krankenhaus Schutzanzüge und Masken stehlen wollen, im Ausmaß, wo man um ca. 100 Personen medizinisch versorgen kann, wenn man diese Schutzausrüstung hat. Bitte denkt ein bisschen mit, die brauchen das dort. Ja. Und Klorollen darf ich natürlich mehr daheim haben, aber es macht keinen Sinn. Ja. In Deutschland finde ich da nett, hat ein Markt ist hergegangen und hat gesagt, wenn du eine Packung kaufst, alles klar, kaufst du zwei, zahlst du 5 Euro mehr, kaufst du drei, zahlst du 10 Euro mehr und dieses Geld, das wir mehr einnehmen, wird gespendet an Menschen, die jetzt arbeiten und dieses Geld brauchen, um Corona als Pflegekraft oder Ärzte oder Sanitäterinnen und Sanitäter zu heilen. Haben wir noch etwas? Kettenbriefe, die man per Mail verschickt oder auf WhatsApp sendet, helfen auf alle Fälle gegen das Virus. Ich kenne das selber, wenn man so einen Kettenbrief-Dings kriegt und dann steht da drinnen, und wenn du es nicht weiterschickst, wirst du und deine Großmutter und ich weiß nicht wer noch, ganz sicher dran erkranken. Und in dem Moment wird man nervös. Weil man irgendwie den Eindruck hat, scheiße, ich will das nicht. Und denkt sich, ist ja wurscht, ich schick's halt einfach. Passt auf, Freunde, das Zeug hilft überhaupt nicht. Und wenn ihr in der Lage seid, andere davor zu schützen, dass es euch in dem Moment ebenso scheiße geht, dass ihr euch denkt, was mache ich jetzt, dann schickt es nicht weiter. Ja? Wir wollen den Virus nicht weitergeben und wir wollen diese Kettenbriefe nicht weitergeben. Sie machen es nur schlechter. Wer nervös ist und Panik hat und Stress hat, ist weniger stabil in einer Krise. Wichtiger Punkt. Danke. Haben wir noch was? Wir wollen ja alle nicht am Virus erkranken und die beste Methode dagegen ist, warmes Wasser zu trinken. Warmes Wasser zu trinken kann ich versprechen. Das einzige ist der Erfolg. Ich würde sagen, es schmeckt scheiße. Ansonsten gar nichts. Also gegen ein Virus hilft es nicht. Trinkt genug kaltes Wasser, trinkt es, wenn es wollt, Tee, heißes Wasser. Und wenn euch warmes Wasser schmeckt, trinkt es. Trinkt es auf jeden Fall genug. Gegen das Virus hilft es definitiv nicht. Okay, dann sind wir soweit durch. Liebe Freunde, vielleicht noch zwei Tipps, die wir bekommen haben. Und zwar haben wir einen Tipp bekommen von den Salzburger Kinderfreunden. Auf Facebook stellen die jeden Tag Programm hinein, was kann ich, wie kann ich meinen Tag verbringen. Wir haben es uns angeschaut, wir finden das cool. Wir haben den Eindruck, es ist eher für die Kleineren, für die Jüngeren. Aber es passt ja gut, wenn ihr kleine Geschwister habt und die nerven furchtbar, könnt ihr gleich nachschauen, was können die machen, was kann ich denen hinstellen. Und ihr könnt in aller Ruhe unsere Videos schauen. Und vielleicht noch ein wichtiger Tipp, wenn ihr irgendwelche Fake News entdeckt, wenn irgendwelche Geschichten sind, schreibt es uns. Und eine Homepage haben wir noch entdeckt, die ganz geschickt ist. Die finde ich jetzt gerade nicht, ist vollkommen wurscht. Wir machen heute noch ein zweites Video, da kriegt ihr die Info dazu dann. Und was wird nächstes Mal Thema sein? Nächstes Mal kommen wir zu den Drogen. Ja? Eine Frage, die uns erreicht hat, war,
Kiffen. Kiffen. Kiffen hilft. Scheiße, gegen was hilft jetzt nochmal Kiffen? Bis zum nächsten Mal.